Wir sind die einzigen in Deutschland und exklusiv, die diesen Bann haben. Der Partner, der mir den besorgt, der hat 7 Jahre gebraucht, um den überhaupt nach Deutschland zu kriegen. Oh, ja. Krass. Meine Lieben, und schön, dass ihr mit mir am Start seid in Berlin mit Lukas und Wer will Beef heute das Video. Wir werden einen Burger, wirklich, ich glaube, der vielversprechendste überhaupt. Ich habe kein Vielversprechen gehört. Eure Kommentare hier eingeblendet. Denkt dran an die Belohnung für den, der in den Kommentaren meinen bisherigen besten Burger toppt. Hier die Belohnung eingeblendet. So, steigt jedes Video um 50 Euro. Wir schauen gleich, was Wer will Beef sagt. Die übertreiben manchmal ein bisschen, aber die haben auch Ahnung vom Essen. Mal gucken, was die Jungs sagen. Die meinen nämlich, das ist einfach nicht zu toppen. So, und dem werden wir auf den Grund gehen, sonst werden die von mir gedisst. Lukas ist auch am Start. Wir gehen jetzt hin und wir werden jetzt Burger fetzen. So, wir sind am Start. Das Erste, was ich gerade höre von Wer will Beef, der wird auf 1 gehen mit Ansage der Burger. Safe, deutschlandweit. Also du kannst eigentlich deine ganze Sache da schon beenden jetzt. Digga, du hast Wer will Beef-Siege jetzt da drauf. Aber ihr kriegt nicht meine Belohnung. Ich habe nicht Belohnung aufgesetzt. Die kriegt nicht ihr. Aber wieso denn nicht? Aber wie oft habe ich schon zu dir gesagt, du sollst hierher kommen? Die Jungs haben Ahnung, muss man sagen. Das, was die mir gezeigt haben, ist heftig. Ich habe viele Empfehlungen gekriegt, viele waren scheiße, aber von denen die Empfehlungen waren immer heftig. Siehst du? Warte mal ab jetzt hier. Und wir haben nicht nur die beiden am Start, wir haben auch Lukas am Start. Die sind die heftig am Snacken. Das wird von mir auch noch ein Video hier geben mit Wer will Beef wahrscheinlich, wenn ihr mir die anderen Köstlichkeiten zeigt. Ne? Ja, wir haben gerade für unseren Kanal mit Lukas gedreht. Da kommt diese Folge. Und jetzt aber erstmal für dich dieser sensationelle Smashburger, den es eigentlich nur Freitag hier gibt, aber wir haben es klar gemacht, dass du ihn heute bekommst. Ja, Donnerstag. Mir hat von ihm der Kollege gesagt, irgendwas mit Sterneköche hier oder so. Und die machen jetzt hier normale Kosten. Genau, das wird er dir, glaube ich, alles gleich erzählen. Frag ihn mal eigentlich persönlich. Ja. Er kann es dir am besten erzählen. Aber hier sind Sterneköche. Ja, geil. Und er muss ich natürlich auch noch Lukas gebührlich empfangen. Lukas, danke nochmal fürs Kommen. Wir haben eben schon ein Video gedreht, aber wir tun jetzt so, als wären wir uns wieder getroffen. Danke fürs Kommen, wir haben uns hier getroffen, oder? Ja, ja, ist so. Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Also das hier guckt euch nur mal ganz nebenbei, ne? Jetzt zack, zack, zack. Oh, das sieht auch schon saftig, knaftig aus. Diese Wings, oh, da ist so eine leckere Honigbutter. Food-Freunde, jetzt macht euch gefasst, sie sagen, es wird alles toppen. Explosion, Dicker. Explosion. Ich verspreche es euch. Burgersuche beendet. Oh, yeah. Wir haben hier den Ehrenfladi am Start. Das ist mein Mann des Vertrauens, der macht hier die Burger. Hallo. Vladi, ich habe viel von dir gesehen im Internet, irgendwie fast mehr als mich selber. Krass. Und vor allem in den, ich bin ja so, liebe Essen, ich Leidenschaft ist bei mir. Und wenn ich dann so Sachen ausdrücke, eben höre wie von Blocky, ihr seid eigentlich 3 Sterne. Oder wir kommen aus der 3-Sterne-Küche eigentlich, aber haben uns dann für den Real Shit entschieden. Okay. Oder Essen für unsere Crowd, sagen wir es mal so. Okay. Für die Leute, die so wie wir sind. Seid zugänglicher. Ja, genau, zugänglicher. Keiner von meinen Freunden, von meinen Studentenfreunden oder irgendwas war jemals im Sterne-Restaurant. Keiner würde jemals da hingehen. Und da ist klar geworden, wir müssen zurück nach Berlin. Denkst du, ihr könnt damit genauso gut Geld verdienen, wie jetzt im 3-Sterne-Restaurant würdet ihr da arbeiten? Also wir können damit mehr Geld verdienen mit Fastfood, weil die Marge größer sind. Aber mit unserem Ideal ist es gar nicht so einfach gewesen. Also wir verdienen erst seit 1,5 Jahren wirklich Kohle. So. Mhm. Machen jetzt einen zweiten Laden auf, wo wir nur Smashburger machen. Und vorher war das schon ein harter Hustle, sagen wir es mal so. Im Grunde genommen kreieren wir den McDonald's Cheeseburger nach als Double und machen den nur in gut, so wie er halt sein müsste. Nur mit guten Zutaten. Nur mit guten Zutaten. Denkst du, ich würde, ich habe jetzt glaube ich 8 Jahre kein McDonald's gegessen, denkst du, ich werde Backtrash haben und denken, die Erinnerung wird aufploppen. Ja? Definitiv. Definitiv. Ja? Denke ich schon an den McDonald's. Ja, du schmeckst den, den Geschmack auf jeden Fall nur in gut. Die Verhältnisse von Ketchup und Senf sind so ähnlich einfach, nur dass es halt alles selbstgemachte Zutaten sind. Ja, ich weiß nicht, hier ist unsere Frittierküche, ich weiß nicht, ob du die sehen willst, hier braten die Burger. Oh, ich guck mir alles an. Was die Pommes angeht. Ja. Ah, genau, hier ist unsere belgische Friteuse. Ah, da filme ich gleich extra auf. Das macht ihr auch alles selbst. Kleine gute Kartoffeln vielleicht. Ja, genau. Hier werden dann die Pommesgerichte angerichtet, also Nasty Fries nennen wir das. Ja. Alles selbst gemacht. Eingelegte Karottenstreifen in Sesamöl, Reisessig, eingelegte Zwiebeln, Guacamole, Krautsalat. Okay. Und dann unsere 20, 15 verschiedene selbstgemachten Soßen. Da lacht das her. Wir ziehen auch jede Mal, also jetzt hier gerade Butter, jetzt hier haben wir Ketchup. Das wird alles immer selbst gemacht. So. Also alles komplett, ja. Lukas, so von dem, was du jetzt gerade schon gehört hast, hast du schon Burger gegessen oder warst du im Lokal, wo du das Gefühl hast, es ist von der Quali her, nur vom Reden, ne? Die Taten überzeugen ja zum Schluss, aber nur vom Reden, ob da irgendwas rankommt, so wie er das erzählt, hört sich heftig an. Ja, ich glaube schon, dass es gibt schon ein paar Gegner auf dieser Welt. Ja, das ist ja vom Hören her das Heftigste, was ich gehört habe. Ja. Das macht vom Hören auch, du merkst schon, da ist auf jeden Fall Auge zum Detail so. Ja. Jemand, der versucht, das Beste aus einer Sache rauszuholen, wie zum Beispiel die Pommes.
erstmal zum Fleisch, zum Allerwichtigsten. Das haben wir vorhin gewolft. Es besteht aus 30% Short Rib vom F1 Wagyu aus Australien. Der Rest, 70%, sind Chuck Eye Roll, also Nackenrolle. Das ist eigentlich Steakfleisch. Die Händler sagen, es ist zu schade, um es durchzubraten. Das wolft ihr selber auch. Wir wolfen selber, ja. Genau. Und dann kommen wir eigentlich zu unseren Zutaten. Das war es auch schon. Ketchup, ganz normaler. Dann nehmen wir nicht den Goldies Ketchup, sondern Heinz Ketchup. Ja. Ganz klassisch. Und Senf, da hatten wir erst so einen krassen französischen Senf. Wir haben 1000 Mal rumprobiert, aber wichtig, amerikanischen American Mustard. Weiße Zwiebel, die auch weiße Schale haben, sind am mildesten und schmecken einfach am besten roh. Und das kommt dann für den Special Burger und selbst eingelegte Pickles. Hier für den Special Burger, den macht ihr euch danach den Super Smash BLT. Das ist so ein bisschen die Big Mac Soße nachgeahmt. Wir machen ja 6 Burger, also 6 Double Cheeseburger, habe ich jetzt gehört. So, kommt für euch noch, mache ich euch einen Super Smash BLT. Der ist mit geschmorten Zwiebeln, Salat, Tomate und Pancetta im guten Speck. Einzigen in Deutschland und exklusiv bleiben wir auch erstmal die einzigen in Deutschland, die diesen Bun haben. Und es kommt nicht jeder ran. Da kommt nicht jeder ran. Nee, ein Jahr habe ich dafür gebraucht, um Bun nach Deutschland zu holen. Ehrlich, jetzt der Partner, der mir den besorgt, der hat 7 Jahre gebraucht, um den überhaupt nach Deutschland zu kriegen. Oh. Krass. So, also das, was ihr gleich seht, Smash Burger. Das ist, ich unterscheide immer zwischen 2 Varianten. Es gibt diese klassische Bewegung, wie sie jetzt die meisten Burgerläden machen, mit dicken Patties, Medium dazwischen. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es diese Oldschool-Dinger, wie McDonald's etc. Esse ich nicht, halte ich für Müll, aber das ist das Ganze gut. Die haben diese Smash Burger, maximale Röstaromen da drin. Ihr habt das eben gesehen, da bilden sich Löcher, das ist flach, das ist... Das war so wie nur Kruste vom Burger. Und ich bin übertrieben gespannt. Unami, dicker Röstaromen. Ja. Wer braucht denn so Medium-Fleisch? Da kein Mensch kommt. Mag ich auch, aber das ist halt auch heftig. Das ist so wie früher, so wie man es von früher kennt. Okay. Dinger. Okay. Let's go. Ganz kurze Geburtstagsunterbrechung. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe heute Geburtstag, also wo ich jetzt diese Werbung aufnehme. Und ich freue mich auch über jeden Geburtstagswunsch, natürlich von euch, nur ganz nebenbei. Aber kurze Unterbrechung für Zack Plus. Einmal kurz so mein Standard-Supplements, von denen, die ich nehme. Kreatin jeden Morgen auf leeren Magen. Aminosäuren, EAA und natürlich Eiweiß. So noch dazu reinhauen kann, Vitamin D, Omega 3. Aber so das, so die Basics. Und ja, jetzt geht's weiter im Video. Wir beißen rein, let's go. Holle wartet ja immer noch mit seiner Bewertung, aber ich bin gespannt. Also für mich und Swerve Beef gibt es nichts Besseres. Für Schlowi wäre das die Henkersmahlzeit. Also wirklich, mit dieser Mahlzeit gehe ich von dieser Erde. Und das meine ich ernst. Ich glaube, ihr seid gespannter gerade als die Zuschauer. Ja, safe, Digga. Ein guter Burger, was soll man sagen? Der Burger, das steht außer Frage. Aber ist es auch der beste Burger, den du bis jetzt gegessen hast? Ich werde gleich meine Gedanken auf den Punkt bringen. Ohne erstmal die Bewertung, dann dass sich Lukas seine Gedanken auf den Punkt bringt, dann werden wir unsere Bewertung mitteilen. Also ich versuche jetzt irgendwie, es ist schwer für mich, alles in Worte zu fassen. Ja. Ist schwer für mich. Ich finde es erstmal mega heftig, diese Rösterung von dem Fleisch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also für einen ganz kleinen Moment, das war aber wirklich nur für eine halbe Sekunde, da war es mir ein bisschen zu intensiv, ging der aber weg. Also das ist erstmal diese Millisekunde weg, weil da war wahrscheinlich einfach das Verhältnis von Bun zu Salat etc. war vielleicht da nicht optimal. War ein mega leckerer Burger, der wirklich dieses imitiert von McDonald's. Das ist dieses perfekte Matching, diese Gurken und Ketchup, alles drum und dran. Butterweiches Bun. Das Bun fand ich ein bisschen zu... Dieses, wenn man Toastbrot einfach in den Mund nimmt und dieses pure Toastbrot hat, wisst ihr? Mhm. Dieses pure Toastbrot, ich kann es nicht genau beschreiben. Dieses Intensive vom Bun, das war mir zu durchdringlich. Es hörte sich zu unfair gerade die Bewertung an. Ich werde sie am Schluss nochmal sagen. Die Bewertung ist deutlich besser, als sie sich eben angehört hat. Also für mich unter Anbetracht des Ziels der Mission, dass man halt versucht, den McDonald's Cheeseburger zu replizieren,
auf jeden Fall Mission erfüllt, würde ich sagen. Ja, ja, safe. Kann man wahrscheinlich nicht besser machen. Und auch so rein technisch, wenn man alles durchgeht, Martin's Potato Buns. So, da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht. Das ist mal das Erste. Die Pickles, die waren einfach perfekter Salzgehalt. So, die Gürkchen, besser hätte man sie nicht machen können. Tomaten, weiße Zwiebeln, der Senf, alles perfekt ausgewählt. So, einfach eine gute Strategie, dass die Burger-Hausaufgaben wurden gemacht. Sogar der American Cheese, an den wurde gedacht und nicht einfach nur Cheddar genommen. Das Patty, gute Fleischauswahl, richtig gemacht, dass das dünn gegrindet hat, um wieder maximale Kontaktfläche zum Grill zu bekommen. Aber für meinen Geschmack, aber das ist nur mein Geschmack, war es mir fast zu dünn gesmashed. So geschmacklich Röstaromen, extrem krass, so richtig intensiver Röstaromen-Geschmack und Fleischgeschmack. Aber es war mir so von der Konsistenz, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, fast schon zu crumbly. Sie hat so eine leichte Juiciness, hat mir gefehlt am Patty. Das ist meckern auf hohem Niveau, weil an der Stelle, bei so einer Qualität vom Burger, ist es Geschmackssache. Das Matching, wie ein Cheeseburger nachzumachen, ist heftig. Du hast diesen Ketchup und dazu die Gurken, die Soße. Es ist wie in einen Cheeseburger reinzuballern. Aber es war für mich auch zu hart Röstaroma. Und halt dieses mit dem Burger Bun, das war für mich ein wenig zu intensiv, dieses Malmige, wenn du es im Mund hast, dass du das kam zu doll durchdringen. Wie gesagt, dieses Matschige vom Burger Bun. So, aber es ist für mich, um das auf den Punkt zu bringen, es ist für mich Top 3 bisher von meinen besten Burgern. Ich würde sogar sagen, sogar die drei mit einem anderen mit 8,2 Punkten, das ist für mich Top 3 in meinem deutschen Ranking bisher. Ich bin nicht zufrieden, aber ich bin zufrieden. Wir haben eben, weil der Burger wurde so heftig hochgelobt, dass da musste man einfach die Sachen, die begründen, warum es nicht Platz 1 war, weißt du? Man muss einfach sagen, es ist heftige Handwerkskunst. Also ich würde sagen, rein technisch ist es für mich eine 9,8. Ich wüsste nicht, was man besser machen kann. Mhm. So. Für meinen persönlichen Geschmack ist es eine glatte 9. Aber jetzt haben wir ja hier noch einen. Wir haben noch einen. Wir werden jetzt erstmal testen. Und jetzt kommen die karamellisierten Zwiebeln. Jetzt ist now we talk. Den bringen wir ab morgen auf der Karte. Das ist einfach ein Geschmackserlebnis, das muss man zu sagen, ne? Das ist ein oberhammer guter Burger. Ja, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann mal einen Cut, beenden das Video. Ich danke euch für die Empfehlung und den Zuschauern natürlich auch. Das war so ein Kombi-Ding. Danke dir auch fürs dabei sein, Lukas. Ja, ich danke dafür, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ihr wisst Bescheid, die beiden guten Männer und Stobi inbegriffen und den guten Bilal, der heute nicht dabei ist, gerne abonnieren. Wer will Beef und Lukas, also ich bestehe beinahe drauf, kommt in die Videobeschreibung. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.